Hallo und willkommen zurück zu Escape from Tarkov. So, wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, und zwar beim Auf die Fresse kriegen. Wir haben Tasks zu erledigen. Einmal Saving the Mole, das habe ich rausgefunden, wo das ist. Und einmal auf Ground Zero den Vehicle Exit nutzen. Dann wollen wir mal. Wünscht uns allen zusammen Glück. Ground Zero, 7 Uhr, passt. So, dann kriegt man hoffentlich einen gescheiten Spawn. Dann müssen wir nicht so weit latschen. Ich hoffe aufs Beste. Ne, wir sind am komplett anderen Ende. Nee? Wo bin ich denn jetzt? Arsch der Welt. Ich glaube, wir haben einen guten Spawn. Kann sein, dass wir sogar nur hier rein müssen. Oh. Oh, oh, seht ihr das? Zwei PMCs. Drei PMCs. Granate. Weg hier. Ah, steig doch drüber, du Gaul. Du Idiot. Will hier weg. Kropitol! Kropital! Leckt mir am Arsch. Den habe ich zum Glück gehört. So, wir müssen unseren Bauch hier reparieren. Schauen wir erstmal, ob hier im Zelt alles okay ist. Ist ja da was. Ich bin ziemlich sicher, dass ich da was höre. Keine Ahnung. Gleich mal schauen, ob ich meine Kopfhörer richtig auf habe. Also nicht in-game, sondern... Ja, auf sind sie eigentlich richtig. So. Ui, Blutzucker noch aktiv. Dann wollen wir gleich mal das AFAQ verwenden. Das heißt so, weil wenn man das verwenden muss, dann sagt man immer, ah fuck, wenn man schon wieder abgeschossen wurde. Tut mir leid, die Witze werden nicht besser. Ich höre Schritte hinter mir. Ich muss meinen Sound erhöhen. Sorry für das Overlay, das kriege ich nicht aus von Windows. 20 Schuss. Wünsche, ich hätte ein paar mehr Granaten mitgenommen. Ach, ich mag das AFAQ. Jetzt hockt man schon wieder in irgendeiner Scheißecke. So. Nehme ich mal mit. Gibt Erfahrung. Alles für die Erfahrung. Rubel. Und wieso rubeln die nicht automatisch? Gar nicht die schlechteste Munition. Auf meinen Stack da unten. Mir doch nicht zu viel verlangt. So, wir brauchen auch Saliva. Vielleicht haben wir Glück. Nö, kein Glück für uns. Ein Splint muss ich euch nicht mitnehmen. Irgendwas Wertvolles noch hier? Nö, kein Punkt, der auftaucht. Oh. Na, wenigstens legt er sich jetzt mal hin beim Looten. Wenn man Loot drückt und dann rechtzeitig hinlegen, macht das eventuell manchmal. Das habe ich nicht davor hingelegt. Was hat der für eine Body Armor? Achso, die. Das ist keine gute, obwohl sie so speziell aussieht. Mach mal schneller. Und der hat Morphin, nehme ich. Auf die 4 damit. Und AFAQ auf die 5. Das ist noch Rüstungsklasse 3. Ja, geht. Sieht halt besonders aus. Deswegen nehme ich die auch mal mit. Wiegt ja nicht so viel. Und erstmal wegsaufen. Der gute alte Traubensaft. Hoffentlich muss er nicht auch sofort kacken danach. So geht's mir immer bei hochkonzentrierten Traubensaft. Das geht auf die Verdauung. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, dafür brauche ich kein Abführmittel. So, jetzt müssen wir wieder da rein, wo die Arschlöcher sind. Wir können eigentlich pre-medden, das heißt, wir nehmen jetzt das Morphin.
auf dass wir eine Weile keinen Schmerz empfinden, sondern nur Glücksgefühle. Halbwegs. Ich höre was links. Kann doch nicht sein. Mit meinen Kopfhörern los. Ich habe doch welche auf, oder? Da ist einer tot. Liegt der immer tot darum? Oder ist das ein neues Hobby? Nee, der liegt immer tot hier rum. Ich weiß, ich will die Quest machen, ich loot schon wieder. Aber dadurch haben wir einen tollen Cowboy-Hut. Guckt mal, wie wir aussehen. Fantastisch. Einfach fantastisch. Und das Motorrad sieht relativ cool aus. Das würde ich gerne mal fahren. Hab dieses Jahr meinen Führerschein gemacht. Mein Motorradführerschein. Und hab bis jetzt nur ein Naked Bike, aber das ist ein bisschen unbequem dann auf Dauer. Deswegen brauche ich irgendwann was Bequemeres. Oh, Waffenkiste. Oh, kann ich nicht ran. War da einer? Nee, auch nur ein Toter. Ah, das war die Quest. Er kriegt eine... Oh, ich wollte ihm die HDD geben. Energy Drink. Manual nehme ich. Oh, Vector nehme ich. Nicht die schlechteste Waffe. Okay. Keine toten Bots, die liegen immer hier. Boah, hätte man mitnehmen können. Haben es aber auch lassen können. Also die Razer-Kopfhörer mag ich irgendwie nicht. Ich höre gerade wenig. Obwohl, das war in der letzten Runde, hat man die auch. Oh, ich dachte, er ist mit dem Rücken zu mir. Scheiße. Ein Glück habe ich es, ah fuck. Hab vergessen, ah fuck zu sagen. So. Ich verspreche, der Witz kommt nicht nochmal vor. In dieser Episode. So, Vector. Aprox. Oh, nur 5 Schuss. Damit kann man nichts anfangen. Wartet ihr noch auf uns? Nö. Dann warte ich auch nicht auf ihn. So sieht's aus. Boah, was soll's. Retten wir den Arm. Und im nächsten Raid, für den nächsten Raid, kauft man gescheite Kopfhörer. Die M32 oder wie die heißen. Die mochte ich bis jetzt am liebsten. Außer halt die ganz teuren. Es gibt noch 2 teurere, die ich richtig gern mag. Ich glaube, eins ist das XL. Das andere ist dieses komisch aussehende. Wisst ihr bestimmt alle, was ich meine. Das wie... sieht komisch aus, fällt. So, irgendwie muss ich auch noch hier nach oben. Aber nicht hier anscheinend. Fuck. Vielleicht da nach hinten. Hier wäre eine Tasche. Ich mag Taschen. Immer schönes Zeug drin. Da sind sie ja. Ha. Meine schöne MP5. Haben wir wenigstens Schaden ausgeteilt. Lässt sich nicht wirklich sagen. 370. Und wir haben Skes getötet, also würde ich sagen, nein. Tja, Pech. Und was hatten die SP5 und PS? Na gut. Auf ein neues. Einmal noch Ground Zero, da brauche ich mal eine andere Map, auf der ich mich nicht so schlecht fühle. Dann machen wir vielleicht Woods. Da werde ich auch auf die Fresse kriegen. Ich sehe schon, komm. Jetzt im nächsten Raid würde ich gern mal hier den Vehicle Exit nehmen. Das kriegt man hin. So, wir nehmen Pistole. Ein Ersatzmagazin. Was soll's? Packer.
Comtech ist, finde ich, auch nicht gut. Mal sehen, wie es nach dem Update ist. Die TOTS lass mal, die MDR nehmen. Okay, ist nur eine 556x45 Kaliber MDR. Das ist jetzt in Ordnung. Gibt die auch noch eine Nummer größer. Und macht dann entsprechend mehr Schaden. Na, hier können wir unsere normalen Magazine nehmen. Was ich sehr sympathico finde. So. Nein, die Munition doch nicht da rein. Ich wollte noch ein Magazin reinziehen. Und M855. Richtig gute Munition. Richtig teure Munition. So, das muss reichen. Dann brauche ich wieder irgendwas fürs Gesicht. Könnte man eigentlich auch mal in größeren Mengen kaufen. 5 Stück. Deal. Und was braucht man dann noch? Ich glaube, Prepper hat das. Die Kopfhörer. Oder... Die finde ich tatsächlich auch okay. Diese ganz Billo-Teile finde ich auch okay. Und wir können Mosins bei ihm kaufen. Und SKS. Wieso macht man das nicht? Na, erstmal die MDR verbrauchen. Und dann mach mal SKS. SKS-mäßigen Spaß. So, ansonsten, ja, das ist alles zum Eintauschen. Wer hat denn die guten Kopfhörer? Irgendwer hat die Peacekeeper. Kann eigentlich nicht sein. Nee. Obwohl, hier könnte man eine MP5 kaufen. Ist aber richtig teuer mit $262. Vor allem ein Dollar kostet 145 Rubel mal 262 ist teuer, würde ich sagen. Sicher, dass Prepper das nicht hat. Oh, bei Fans können wir auch reinschauen. Keine Ahnung, wie der im PvE-Modus funktioniert. Wahrscheinlich ist es so, dass alle PvE-Spieler, die an Fans verkaufen, das hier auftaucht. Da hätte man auch eine SKS, aber die kriegt man deutlich günstiger. Alter! Nein! M4A1, die gut war, die wollte ich haben. Scheiße. Aktualisieren wir nochmal. Von wegen verkauft. Ah, leck mich. Doch verkauft. Okay, unknown item. Aufdecken mit mittlerer Maustaste. Die kenne ich aber alle. Paar Valuables. Das ist auch nichts Neues. Genau, hier diese XL. Die mag ich sehr. Und wir haben sie bekommen. Das war viel zu viel Geld, was ich dafür ausgegeben habe. Aber es hat sich gelohnt. So, Helm braucht man nicht. Die treffen mir auch so in den Kopf. Vielleicht ist das die falsche Einstellung. Wir schauen mal. Irgendwer hat doch einen Billo-Helm. Oder hier. Der geht doch mit... Nee, der geht nicht mit Kopfhörern. Wunderbar. Wieder Geld zum Fenster rausgehauen. Prepper hat auch keinen. Hat Skier die Kopfhörer gehabt? Ja, dafür 28.000. Die mag ich auch relativ gern. Schrotflinte könnte man ausspielen. So. Genug, das könnte ab nochmal auf die Scheiß-Map, die eigentlich nicht so scheiße ist. Ich bin nur scheiße. So. Ja, ja, Handbuch weg damit. Und Ground Zero auf ein neues. Läuft nicht gut für mich auf der Map. Aber letztes Mal waren zumindest zwei PMCs, die mich ausgeschalten haben. Das fühlt sich minimal besser an. So, dann sind wir gleich in der Nähe, wo wir hinwollen. Feuermodus. Jetzt ist er nochmal auf Full Auto. Bin da wirklich ein bisschen paranoid. Granaten habe ich jetzt nicht mitgenommen. Das war vielleicht ein bisschen dämlich. Bisschen extra Blut, weil wir wieder so viel verlieren werden. Ich sehe schon, komm. So. Solange jetzt kein Scav hinter mir spawnt, ist alles in Ordnung. An Afak hätte ich auch wieder mitnehmen können. Ja, Pech. Hätte man vorhin dran denken sollen. So, aber ich freue mich, dass wir wieder in der Nähe sind. Da kommt mein fetter PMC eh nicht rüber aktuell. Und wir müssen da, glaube ich, noch irgendwas drin machen. Wir schauen kurz nach. Wir schauen kurz nach, was das ist. Locate a Lab. Okay. Oder den Laborwissenschaftler. Da war man ja gerade auf dem Weg hin. Irgendwo da im
In der groben Richtung sollte er sein. Seht ihr das? Das ist wieder ein PMC. Diesmal schleichen wir uns aber an. Also, geh näher ran, damit ich was treffe. Scheiße, wo ist hier schon wieder hin? Da hinten. Scheint nur ein Skev zu sein. Einer, der besser trifft als ich. Bitte auf die 4. Ah, shit. Dies Grizzly nehmen sollen. Hab einen verstauchten Arm. Oder gebrochenen Arm. Boah, liegt das gerade wieder. Nicht den Lo-Spiel. So, da braucht man Splint oder Grizzly. Deswegen habe ich das gern dabei. Also, Splint ist so eine... Kein Druckverband, aber auch nicht wirklich Schiene, keine Ahnung. Irgendwas zum Fixieren halt. Habe ich das Magazin gewechselt? Boah. Boah, der Effekt könnt ihr zu langsam nachlassen. Dankeschön. Na, also, man muss sich nur beschweren. Oh, das war doch nur ein Billo-Skev. Deswegen hat... Meine Ohren. Na, schauen wir mal. Vielleicht war das hier nur das Loot-Geräusch. Habe ich nicht mal gesagt, man soll sich entscheiden, ob man lootet oder Quest macht. Ich mag gerne alles zusammen. Oh, blind gerade. Nein. Oh! Also, ich heil dann mal wieder hoch. So, wir sollten hier verschwinden. Lockt ja nur noch mehr von denen. Da ist einer. Nee, das war ein Kofferraum. Da ist einer. Oh. Subtask. Haben wir auf irgendeiner Location viele Skevs getötet. So. Ich skip wieder. So. Das muss reichen an Munition. Ich lade kurz nach. Gefällt mir nicht, dass mein Kopf so verwundbar ist, aber wir müssen hier weg. Stürmt ja jetzt jeder auf uns zu. Ach, scheiße, da komme ich wieder nicht durch. Schnell, schnell weg. Wir haben eine Blendgranate, die würde ich auch irgendwann gern nutzen, wenn es sein muss. So, wir müssen irgendwo da hinten hin. Nur schön vorsichtig. Nur schön vorsichtig. Gut, diesmal sieht's besser aus. Die Katze in groß. Das ist auch ein Valuable. Ab und zu. Also, spawnt ab und zu. Saving the Mole. Hier war der Lab Scientist. Okay. So, dann einmal kurz den Schädel heilen. Und den Thorax am besten auch. Das sind meine empfindlichen Teile. Zumindest in dem Spiel. So, das sieht da schon wieder besser aus. Die geht nicht auf. Die geht auch nicht auf. Dann sind wir wohl hier erstmal fertig. Den Kameraden noch looten. So viel Zeug hast du. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Vielleicht. PSO eher auch nicht. Ich habe was von links gehört. Es kann Paranoia sein. Oder ein Gegner. Glaubt, es war erstmal nur Paranoia. Was hast du für uns? Oh, wäre kein schlechtes Magazin, aber... Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Leck mich. Leck mich einfach.
So viel Health-Items kann man doch gar nicht mitschleppen. Und das Grizzly ist bald... bald Fujikato. So. Noch einmal und dann ist es weg. Er wird dann auch Richtung Ausgang gehen. Tatsächlich Richtung Vehicle Exit. Dann erledigen wir die Quest auch noch und wir mal wieder einen erfolgreichen Raid. Aber kein Raid Shadow Legends. Wie gesagt, die Witze werden nicht besser. Dafür seid ihr hier. Und mich beim Scheitern zuzusehen. So. Solange wir genügend Munition jetzt haben und niemand auf uns schießt, wird's gut gehen. Oh, nur noch 18 Energie. Das Iskra würde ich jetzt ungern verballern. Das brauchen wir auch für eine Quest. So. Vielleicht klappt es ja, was ich hier vorhab. Da kommt man nicht durch. Ah, komme ich hier gar nicht gescheit runter. Na, vielleicht kenne ich mich auch einfach nicht so gut aus. So, da ist frei. Da ist nicht frei. Hör auf, dich zu bewegen. Fass mal nur kurz an. So, das reicht. Und dann sprinten wir nach links. Vehicle Exit, ich komme. Ich höre wieder hinter mir was. Der schießt gleich auf mich. Der schießt gleich auf mich. Da ist ja der Vehicle Exit. Oh. Ein gedroppt. Und der andere ist noch da oben. So. Wenn er keine Granate wirft, wird es okay sein. Wir müssen nur noch 50 Sekunden durchhalten. So soll ich das laufen. Ja, ja, nur Skeffs, nur Skeffs. Aber hey, wir haben Level 5 erhalten. Erreicht. Das ist fantastisch. Ja, Apply. Das machen wir am Anfang noch, obwohl es eigentlich mehr XP gibt, wenn man sich in seinem Stash selber heilt. Das ist jetzt egal. Glaub aber, ich habe keinen Grizzly mehr. Müssen wir erst wieder finden. Ja. So, waffenmäßig war ich ganz zufrieden damit. Das sind ja eh nur Anfangswaffen ohne Visiere. Dafür lief es okay. Einmal zum Nachklicken. Einmal anloaden. Einmal auffüllen. Die schöne, teure Munition. Iskra lass mal da. Rösch lass mal auch da. Muss echt mal hier ein bisschen Zeit investieren, das wieder ordentlich zu machen. Oder überhaupt ordentlich zu machen. Sieht ja furchtbar aus. So, wir brauchen medizinische Items. Medizinische Items und dann geht's auf Woods. Und ich brauche noch eine Schutzweste, die keine Packer ist. Morphin, Flaschdecken. Haben wir irgendwo passende Granaten? Ja. Nehme ich mal zwei mit. Ist gut für den Wurfarm. Das bleibt hier. Medizinische Items. Medizinische Items. Afak nach oben. Splint da rein. Die sind so teuer. Dann nehmen wir noch ein bisschen Esmarch und Bandage mit. Das sollte jetzt aber wirklich reichen. Gut, diesmal erst fressen. Nochmal fressen und dann saufen. Ah, so fühlt sich das Mägelein von unserem PMC. Ich glaube, dann sind wir sogar wieder einsatzbereit. Ja, Woods wird interessant. Schauen wir mal. Und 10 Uhr. Ah, bei Nacht bin ich tatsächlich nicht gern auf Woods. Da sehe ich überhaupt nichts. Später, wenn man Nachtsicht gerät, eventuell ergattern, macht es wieder mehr Sinn. Oder zumindest Thermalvisier.
obwohl die richtig teuer sind. Dann bin ich mal gespannt, was uns auf Woods erwartet. Ich habe im PvP-Modus vorhin eine Scav-Runde gemacht. Und da ist tatsächlich ein BTR rumgefahren, ein Panzer. Ich glaube, das ist seit letztem Vibe so, dass Spieler das als Taxi verwenden können. Aber mir war es neu. Dem möchte ich jetzt ungern begegnen, während der irgendwie auf Patrouille von jemand anderem ist. Auch wenn es nur ein Bot ist. So. Dann looten wir mal hier die Hütte. Das ist ein guter Suppressor. Das brauche ich im Moment nicht. Naja, wird gerade nicht angezeigt. Die Probleme haben sie, seitdem ich mich zurückerinnern kann an Tarkov. Keine Ahnung, was das ist. Beim Holzfällerlager sind Schüsse. Vielleicht ist es sogar der Boss. Da ist das Scav-Haus. Ich schätze mal, wir nehmen hier auch den Vehicle-Exit. Ist immer gut für das Standing beim Fans. Und ich würde sagen, das... Oh, da sind schon welche. Da sind schon... Das sind... Sind das Scavs oder PMCs? Beides möglich. Hier teilweise ist was Wertvolles im Auto. Habe ich zumindest gehört. Aktuell nicht. Oh shit, ich wollte ja die Quests abgeben. Komplett vermasselt. Dann hätte man Jäger auch gleich ausspüren können. Dann kriegt man nämlich einen guten Schrotflintenhändler. Naja. Irgendwo hier ist der Z14-Exit. Da unten, glaube ich. Oh nee, da. Können wir mal kurz reinschauen. Hier auch teilweise guten Loot. Kommen hier aber auch noch öfter. Sehr viel öfter her, auch für Quests. So, den Suppressor nehme ich mit. Wie gesagt, der ist ein bisschen was wert. Ich glaube, an die 30.000, wenn ich mich richtig erinnere. Und da kommen wir ohne Schlüssel eh nicht rein. Da snipert aber jemand. Wahrscheinlich der Map-Sniper, der hier auf dem, keine Ahnung, heißt es Big Rock, auf dem großen Felsen halt steht. Den kriege ich mit dem Visier aber nicht klein. Dachte, ich hätte Schritte rechts gehört. Keine Ahnung. So, Ausdauer. Wir gehen jetzt in die Richtung vom Jägercamp, vom User-Camp. Hier auf Woods. Und dann, sofern die Bots das hier wollen, gehen wir noch hier in, nicht in das Scav Village, sondern in das Ruined Village davor. Weiß nicht, ob das der richtige Name ist. Aber da liegt immer sehr viel wertvolles Zeug. Wird so langsam Zeit, dass wir ein bisschen zu Geld kommen. Mal wieder, nachdem wir viele, viele verlustreiche Runden hatten. So. Na, noch ein bisschen auf die Ausdauer aufpassen. So, dann können wir hier links mal schauen. Die Stashes sind ja... Ist das einer? Nö, das ist nur ein Busch. Die Stashes sind ja auch jetzt relativ dynamisch, aber hier ist heute keiner. Kann auch sein, dass es erst beim anderen Ding ist. Das kann ich mir hier nie merken. Aber die Stashes sind jetzt sowieso mal da, mal nicht da. Finde ich eigentlich ganz spannend. Kann man sich nie sicher sein, ob man was Gutes bekommt. Boah, ich gehe mit meiner Ausdauer heute aber auch nicht gut um. Man merkt, dass der Charakter noch nicht gelevelt ist. In keiner Richtung. Ah, hat mich ein Blümchen da vorne erschreckt. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall mit Gegenwehr vom User Camp rechnen. Ach, hier ist der Stash. Dann war es doch nie am Lager dran. Kite nehme ich. Car-Battery kann ich nicht aufnehmen. Wäre sinnvoll gewesen. Na, dann wäre ich eh überladen. So. Also da vorne ist das User Camp. Ich würde mit starker Gegenwehr rechnen. Ich glaube, selbst als Bot ist das ein begehrter Platz.
Müssen wir mal schauen. Oh je, meine arme Ausdauer. Was habe ich dir nur angetan heute? So schwer sind wir doch noch gar nicht. Boah. Mein Kaninchen hat gerade im Hintergrund was umgeschmissen und ich bin gerade so zusammengezuckt. Noch sehe ich nichts. Noch höre ich nichts. Da liegt Kondensmilch, 15.000 wert, nehme ich gern mit. Munition, SP ist gar nicht so schlecht, aber ich habe hier kaum Platz. Hier liegt öfter mal was Wertvolles. Heute sieht es nicht so aus. Was haben wir denn hier alles? Haarschock, kenne ich nicht. M62. Gute Munition. Die müssen wir mitnehmen. 50 Stück davon. Wo habe ich sie hin? Rein in die Gefängnisbrieftasche. Komm schon. So, Kondensmilch und Rattencola. Wenn wir Glück haben, ist da im Zelt ein Rucksack für uns. Wenn wir Pech haben, nicht. Ja. Aufdecken, aufdecken. Nicht der schlechteste Griff. Eine Flair. Welche? Weiße. Weiße bringen nicht so viel. Glaube ich. Kein Rucksack für uns. Der wäre eigentlich hier oben. PS-Munition. Goldkettchen. Mehr wert als das S-March. Nein, loote es. So, wir haben ein Problem. Sobald wir ein Magazin nachladen, wird es runterfallen. Hätte ich versichern sollen. RRLP ist, glaube ich, nicht das Beste. Muss mal wieder nachschauen. Na, echt ein guter Loot-Spot. So. Weiße Flair brauche ich gerade nicht. Komm schon. Alles leer. Vielleicht waren hier doch schon Bots. M855A1. 100 Stück. CMS raus. Alter, das lohnt sich. Ich glaube, das ist die beste Munition. So, und hier kommt der zweite Teil. Noch sehe ich nichts an Gegner. Ja, auch nichts. Wunderbar. Ah, ich hätte echt einen Rucksack mitnehmen sollen. Oder auf Jagd gehen und mir einschießen. Saleh war sehr wichtig. Ah, auch nur Found in Raid. RRIP, CBJ, kenne ich nicht. Ah, Schock. AP63, auch richtig wertvoll. Alter, wieso finde ich jetzt das wertvolle Zeug? Jetzt, wo ich keinen Rucksack habe. 50 Stück jeweils. Fast mehr wert als der Suppressor. Weg mit der Granate. Weg mit der Bandage. Weg mit dem Sauri. Splint opfern wir und wir opfern einmal M855. Also, im Falle des Falls. Ja, damit. Boah, damit bin ich eigentlich schon glücklich. Aber wir schauen noch weiter. Irgendwann werden wir vielleicht einen Rucksack finden. Da liegt ein IFAK. Das ist sehr, sehr wertvoll. 100.000. So ein O-Scope. Ja, die M62 sind jetzt oben. Das gefällt mir nicht. Tu mal die anderen. Ja, was tu mal raus? Die Goldkette. Die Munition ist mehr wert. So, Morphin haben wir noch. IFAK. Jetzt ist aber mal gut. Jetzt bin ich voll. Ja, die Teile müssen wir auffinden. Deswegen mag ich Wutz. So, wir gehen jetzt Richtung Ausgang. Sonst tut es mir nur leid, dass ich nichts mehr aufnehmen kann an Loot. So. Geh mal durch das Scav-Bunker ist direkt vor uns. Und dann gehen wir in dieses komische Village und kriegen da hoffentlich nicht auf die Eier.
Und dann nehmen wir den Vehicle Exit. Die Richtung, wo ich hin will, gibt schon mal Beef. Wir hätten auch anders gehen können. Den sicheren Weg nach Northern UN Roadblock. Wäre vielleicht geschickter gewesen. Aber ich bin ein bisschen lootgeil gerade. Vielleicht finden wir hier ein paar Skeffs mit Rucksack. Aktuell noch nicht. Boah. Hat jemand die Lampe ausgeschossen? Wer macht denn sowas? Hier hätte man noch eine Gold Chain. Weg mit der Pistolen. Magazin. Gold Chain ist so ungefähr 27.000 wert. Und eine Jacke. Survival Leiter. Nicht so wertvoll. Boah, ich sehe echt kaum was. Ich höre was. Vielleicht war es ich. Keine Ahnung, wer hier das Licht ausgeschossen hat. Ich wusste gar nicht, dass Bot sowas könnte. Macht. Den Rucksack? Nö. Oh, Luftabwurf kommt. Jetzt ist das Magazin da unten. Nee, das ist der BTR. Das ist der Panzer. Ist ja gerade freundlich. Finden wir es raus. Ja, es sieht freundlich aus. Wie bezahle ich den? Aha. Take right. Sunken Village? Nee. Geh mal doch zu Sawmill. Für 11.000. Junction. Ich hab das Geld, aber das ist mein Secure Container. Fuck. Muss mal irgendwie rausholen. So, die sind dann immer noch found in Raid. Vielleicht die beste Lösung. So, 23.000 dafür. Neben mir ist halt direkt einer. So, das kommt wieder runter. Und eins können wir noch. Und Geld brauchen wir ein bisschen hier oben. 15.000. Nee, wahrscheinlich mehr. Deliver. So, take a ride. Jetzt aber zur Sawmill, oder? Nee, ich will schießen. Oh oh. Oh oh. Wo seid ihr denn? Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Schon Arschlöcher. Das war nur eine Jacke, die mich da erschreckt hat. Ganz coole Mechanik. Kleiers, Zangen. So. Ansonsten nichts Wertvolles drin. FMJ, Scheißmunition. Wer hat denn da gerade die ganze Zeit gelabert? War das der Panzerfahrer? Ananassaft. Und Zucker. Und Mayaka. Und Aquamarin. Sauf ich alles auf. Dann bin ich 90% Wasser. MRE. Hier ist öfter mal was Wertvolles auf dem Sack da. Ja, die 1500 Rubel sind egal. Aber dadurch können wir jetzt kein Vehicle Exit mehr nehmen. Das war einfach zu teuer.
Ist egal, dann nehmen wir den Northern UN Roadblock. Der liegt da irgendwo hinter der Sägemühle. So. Ein Schlauch. Oh, was soll's. Und das MAE fress ich direkt. Da könnte man auch looten. Das könnte man auch looten. Dann will mir noch ein bisschen hier was für die Bitcoins aufheben. So. PPT-Munition, Morphin. Granatenkiste. Oh. Irgendwas Sinnvolles. M97 ist, glaube ich, eine Rauchgranate. Die Zange kann er kurz behalten. SP5 ist auch relativ gut. So. Richtung Sanken Village muss es ja dann sein. Ich mag den BTR. Wenn das jetzt noch alles Found in Raid ist, ist ja perfekt. Wenn nicht, haben wir eine teure Lektion gelernt. So. Solange uns hier niemand abknallen will. Und ich den erst als zweites treffe. Sollte man einen ganz wertvollen Raid eigentlich haben. Ich schaue noch die üblichen Spots hier durch. Ob vielleicht doch was Wertvolles drin ist. Teilweise liegt in der Kiste viel Goldkettchen. In die Gefängnisbrieftasche. D-Fuel. Auch irgendwie 26.000 wert. US-Dollar. Was schmeißt man für US-Dollar weg? Ein Schlauch erstmal. Weiß nicht, wie viel das sind. 96, das lohnt sich fast schon wieder, die zu behalten. Die tue ich aber nicht in meinen Secure-Container. So, da war nichts drauf. Steht öfter mal Mondschein. Goldkettchen. Ja, scheiß drauf. Kommt auch nicht in den Stash. So, im Buschwerk auch öfter mal was. Goldkettchen. Rauchgranate weg. Und nix. Die Goldketten, damit verdient man echt ein Vermögen. Vor allem, weil die hier so im Überfluss rumliegen. Dann haben wir hier den Kultistenkreis, direkt da hinter dem Gebüsch. Ich habe irgendwas gehört. Goldkettchen. Was schmeißt man weg? BS-Munition. Oh, das tut weh. War vielleicht nicht der beste Tausch. Hier liegt öfter mal mehr als nur eine Sache. Vor allem die kleinen Bitcoins können hier auch spawnen. Da muss man das echt gründlich abgehen. So. Sieht aber relativ skeffrei aus. Das ist nicht das Schlechteste. So. Hier müssen wir auch noch schauen. Gibt öfter mal Moonshine oder so. Heute nicht, wie es aussieht. PRS. Quakemaker auch, glaube ich, nicht gut. Unknown. PMP, boah, finde ich jetzt gar nicht so. Ist auf jeden Fall nicht neu. Hoffentlich. Hab ich schon mal irgendwie mitbekommen. So, was haben wir hier? Magnum. Ich glaube, die habe ich noch nie verschossen. So, wir gehen noch die Häuser ab. Das ist wirklich relativ wertvoll. Dann gehen wir da in die Kirche. Da sind auch öfter sehr viel wertvolle Items. Ich bereue es, dass ich keinen Rucksack dabei habe. Und mir auch noch keinen erschießen konnte. Kondensmilch, 15.000. Mehr wert als eine Granate. Ich hoffe, die Granate geht nicht hoch. Nur wenn man sie fallen lässt. Hab den Stift ja nicht rausgezogen. Ghost. Ist mir lieber, sieht cooler aus. So, gleich haben wir es geschafft und dann gehen wir zum Exit. Na, dann war das doch relativ lukrativ. So, hier liegt öfter was da drin. Im Busch auch. Na, sieht diesmal nicht so aus.
Und Stash. Stash ist da. Squash brauche ich nicht. UV-Lampe später. Schuss auch erstmal nicht. Vaseline. Auch relativ wertvoll. Lass mal aber heute da. So. Dann einmal in die Kirche und davor ins Boot gucken. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir nicht Glück. Ein Rabe ist da. Tut mir leid um die gute Munition. Irgendwo da. Weiß leider nicht wo. Ich höre jemanden stark husten. Jetzt nicht mehr. Ausgehustet. Okay. Und hier liegt nichts. War das ein Skeff? Muss ja ein Skeff gewesen sein. Ja, sieht Skeff-mäßig aus. Theoretisch ist da auch im Bootshaus ab und zu noch guter Loot. Rucksack. Und eine Ada hätte er. Messer nehmen wir auch mit. Na gut. Nur mal kurz hier oben Platz machen. Boah. Ist eigentlich nicht so wichtig. Afak bleibt hier. Dass wir halt kein Magazin verlieren. So. Das muss reichen. Auf zum Ausgang. Ab zum Ausgang. Jetzt haben wir wirklich genug hier. Mal kurz nachschauen. Ah. Northern UN Roadblock ist in die Richtung. So, wunderbar. Zwei Skeffs nur umgebracht. Und dafür relativ viel Loot. Na komm, lade. Lade. So, wo ist jetzt eigentlich mein Zeug vom BTR? Dauert das einfach ein bisschen? Kriege ich eine E-Mail? Ja, keine Ahnung. So, jetzt werden wir zum ersten Mal was verkaufen. Und zwar, Defuel brauchen wir zwar auch später. Ah, jetzt wollen wir endlich mal ein bisschen Gewinn sehen hier. Ja, die Rubel kommen wieder nach unten. Majaka und Nüsse kommen in die Kiste für Trödel im Moment. So, Cracker, Zucker, IFA braucht man auch nicht unbedingt. So, Munitionskiste AP und M62 und M855A1. Die ist mir gerade zu wertvoll für das, was wir an Waffen mitschleppen. US-Dollar, Morphin, Alljonka, die hebt man auch auf. Blind kommt wieder nach unten. Afak ist da. Messer ist found in Raid und jetzt auch in Sicherheit. Ah, das sieht wunderbar aus. Und jetzt zu Therapist. The Rapist. Verkaufen. Ah, komm her, Geld. Komm her, Geld. 168.000. Das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. So, Tasks. Eliminate Skeffs. Auf irgendeiner Location und... Achso, das ist ein Tagesquest. Und wir müssen Streets of Tarkov überleben. Wunderbar, das kriege ich hin. Find and Transfer. Oh nee, den Vita Juice habe ich ausgetrunken. Can of Green Peas habe ich auch nicht mitgenommen.
Die Shotguns brauche ich. Achso, wahrscheinlich, wenn ich die Shotguns abliefere, kann ich Jäger erst freischalten. Dann sollten wir uns die mal widmen. Das heißt, ganz viele Skeffs töten. Aha, eine Tots. Ich wusste doch, die brauche ich irgendwann. Haben wir letztes Mal mitgenommen. Und ich glaube, Access the Scientist Office. Ja, das haben wir noch nicht geschafft. Wunderbar. Messenger. Ja. M32. Sehr schön, sehr schön. Wie viele Magazine haben wir? Paar zu wenig. Apropos zu wenig. Geld. Dann müssen wir doch mit mehr Geld rumlaufen, als mir lieb ist. Dann machen wir mal 50.000. Wunderbar. Schadet ja nicht, ein bisschen Kleingeld dabei zu haben. So, ansonsten geht es uns gut. Magazine sehen gut aus. Teure Munition. Ah, die ist nicht so teuer. Zwar besser als M855, glaube ich. Oder fast so gut wie M855. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Dann fress ich noch eine Tushonka. Und würde sagen, wir trinken auch noch was. Trinken, trinken, trinken. Habe ich kein Wasser mehr? Doch. Wäre sonst bitter geworden, beziehungsweise trocken. So, Rucksack nehmen wir vielleicht den größeren, nicht den ganz großen. Beziehungsweise, wo geht's überhaupt hin? Shotguns. Ich glaube, da gehen wir auf Customs. Dann nehmen wir nochmal einen Rucksack mit. Nee, wollte gerade nicht traden. Dann nehmen wir doch einfach den damit. Wunderbar. Oh, kein Magazin drin. Jetzt ist ein Magazin drin. Na gut, dann sind wir gerüstet und dann geht's auf Customs.